Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich meine grünen Klöße mit Zwiebel mache und danach einige Gewürze wie Salz, Pfeffer und Muskatnuss mit reinmache. Ich habe hier praktisch ein Brötchen mit Zwiebel, zwei Eier, Muskatnuss, Pfeffer, Salz, Rapsöl. Zuerst schneiden wir mal das Brötchen in Würfelstücken. Rapsöl rein. In der Zwischenzeit hier ein komplettes Ei und von dem zweiten Ei nur das Eigelb. Hier dazu einen halben Löffel Pfeffer. Einen normalen Esslöffel mit Salz. Einen Teelöffel Muskatnuss. Das Ganze erstmal schön verrühren. Das ist Hankels übliche Großmasse. Welche Großmasse das ist, ist im Prinzip egal. So, die Zwiebel schneiden. Und die Zwiebel so klein wie es nur geht schnibbeln. So, wie schon gesagt, die Zwiebel so klein wie möglich schneiden. Dann kann man die Zwiebel gleich in den Teig rein tun. Das Ganze richtig schön durchkneten. So, dazu gebe ich jetzt hier meine Gewürzmischung. So, das lassen wir jetzt erst mit 10 Minuten ziehen. Bevor ich die Gläser aus so einer Packung, müsste man ungefähr 6 Gläser rausbekommen. Hier machen wir überall ein Stück Semmel rein. Die Semmel dient eigentlich dazu, dass die Gläser schneller oben am Wasserrand schwimmen. Ich setze die Klöße jetzt vorsichtig hier rein. Der Topf sollte nicht zu klein sein, dass ich die Klöße dann hinterher auch drehen kann. Wenn sie übereinander liegen würden, kann es nicht passieren, die kochen ganz schnell ab. Nach ca. 10 Minuten im heißen Wasser sollten die Klöße oben schwimmen. 35 bis 40 Minuten. Sind die Klöße dann fertig. Wer Lust hat, kann dieses Rezept ja mal selbst ausprobieren. Und meine Ente, die es dazu gibt, ist auch fertig. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.